Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit diesen drei speziellen Bällen. Ich weiß nicht, wer das Video dazu gesehen hat. Ich habe, glaube ich, vier Videos gemacht. Einmal über die drei komplett und dann über jeden einzelnen. Weil das sind wirklich ganz spezielle Bälle. Und es sind nicht meine Bälle. Andre hat mir die geschickt und hat sie mir vier Monate lang geliehen. Alleine das ist schon eine absolute Ehrenaktion. Da kann man gleich mal unten in die Kommentare reinballern. Andre Ehrenmann ohne Ende. Also wenn das nicht eine krasse Aktion ist, weil er hat halt gesehen, ich mache sehr viele Videos über Bälle, ne, wisst ihr ja selber. Und er hat gesagt, hey Mike, ich habe drei Bälle zu Hause, von denen hast du noch kein Video gemacht. Und daher möchte ich dir die leihen für ein Video. Abgefahren. Wenn jemand auch irgendwas zu Hause hat, keine Ahnung, muss kein Ball sein, irgendwas Abgefahrenes, Basketballmäßig, NBA-mäßiges, irgendwas Seltenes, irgendwie so, was cool wäre, um ein Video dazu zu machen, könnt ihr mir echt gerne zuschicken, das wäre wirklich richtig abgefahren, würde ich sehr feiern und bestimmt die anderen auch, wie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt fällt mir wieder nichts ein, ist egal. Jedenfalls, jetzt geht's zu den Bällen über. Ich muss jetzt zurückschicken und den hier. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn in meinem Riesensack mit Bällen nicht gefunden. Weil ich habe gedacht, das ist ein gebrauchter Ball. Das ist einer von mir halt. Er hat ihn auch schon mal benutzt gehabt draußen. Das ist der offizielle Spielball der NBA. Also jetzt natürlich dann bald nicht mehr, weil ja Wilson jetzt der neue offizielle Spielball wird. Auch aus echtem Leder. Anscheinend auch die gleiche Verarbeitung, gleiche alles. Alles gleich. Material gleich, nur Wilson steht vorne drauf. Ob es so ist, weiß ich jetzt nicht genau, bestimmt. Auf jeden Fall, Spalling, ja, darf das hier vorne nicht mehr verwenden, gell? Vorbei ist es. Ja, keine Ahnung, abgefahren. Jedenfalls, ein richtiger Lederball. Und ich muss sagen, so vom Sehen her schon alleine denkst du, er hat ihn jetzt draußen irgendwann mal benutzt, das siehst du, die ganzen Abschürfungen, benutzt ist er einfach. Was sehr schade ist, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich glaube, er bereut es mittlerweile auch selber. Irgendwas hat er mal gesagt gehabt. Aber auch so vom Feeling her, ne? Das ist das bei einem Lederball. Ein Lederball wird erst richtig geil, wenn er mit Schwitze, mit Schweiß, mit Schwitze, ich muss mich kurz selbst feiern, mit Schweiß, mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Ne? Dann wird der Ball so richtig geil, aber so trocken. Ey. Voll schlecht, voll rutschig. Du denkst, was ist das für ein Kack? Dafür würde ich niemals, weiß nicht, 180 Euro, 150 Euro, teuer ohne Ende, würde ich niemals für Geld ausgeben. Wenn du dir sowas kaufst, sowas Edles, sage ich jetzt aber trotzdem, dann nur, um den in die Vitrine zu stellen, um zu sagen, hey, das ist der offizielle Spielball der NBA. Das kommt dann schon ziemlich cool, finde ich. Aber spielen mit dem draußen, auf Asphalt oder so, na Mann, auf keinen Fall. Und wie gesagt, der muss echt wirklich ein bisschen feucht werden mit Schwitze. Oder Schweiß. Könnt ihr euch aussuchen. Jedenfalls. Cooles Ding. Cool, dass ich mal... Ich hatte auch welche in der Hand. Stimmt. Damals bei den Dallas Mavericks. Wisst ihr das noch? Habt ihr das Video gesehen, wo ich Dirk Nowitzki besucht habe? Da haben die nur solche Bälle zum Spielen gehabt. Und die waren auch so rutschig. Ne? Da musstest du echt erstmal ein bisschen trainieren. Also Gas geben, dass du schwitzt. Feuchte Hände. Und schon war das echt ein ganz anderes Feeling. Das ist echt das Spezielle an einem richtigen Lederball. So, okay. Packen wir den schon mal weg. Jetzt der nächste hier. Ist ein Trainingsball und ihr merkt schon an der Größe, es ist ein bisschen Unterschied. Ne? Der ist nicht weiter weg. Der ist, jetzt ist er gleich groß. Der ist einfach größer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel größer. Jedenfalls merkst du es, wenn du es in den Händen hast und auch beim Werfen halt. Ist halt einfach zum Werfen üben. Ne? Weil der Radius und so, wisst ihr ja, der Radius von dem Ball ist größer als der von dem hier. Daher ist es schwieriger, mit dem in den Ring zu treffen. Ne? Ich habe jetzt nicht wirklich mit dem trainiert. Ich hatte mal zum Werfen ein bisschen dabei. Ist schon ein anderes Feeling. Trefferquote geht natürlich auch nach unten. Aber weiß nicht, ob ich mir persönlich jetzt einen kaufen würde, um mit dem zu trainieren. Nö, ich glaube nicht. Ich verlinke ihn euch unten mal. Alle drei Bälle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber wenn es euch interessiert, wenn ihr einen haben möchtet. Es ist auf jeden Fall lustig, so um andere Spieler zu verarschen. Ne? Ich habe halt immer wieder mal im Training waren wir halt so zum Zocken, 15 Leute am Start gewesen, habe ich immer mal Leute den Ball gepasst, die sollen damit werfen. Das war, okay, irgendwas stimmt ja nicht. Weißt du, was ich meine? Das war auch sehr witzig. Und ansonsten gibt es nichts zu sagen. Ich gehe gleich mal zu dem hier über, weil das ist immer noch witziger, finde ich, wenn du Leuten den Ball gepasst hast, ne? Weil der wiegt, glaube ich, 2,5 Kilo. Damals habe ich gesagt 5 Kilo.
Da lag ich schwer daneben. 2,5 Kilo. Glaube ich jetzt nicht, dass ich mich schon wieder vertue. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ein krasser Unterschied zu dem Gewicht von dem Ball und zu dem hier. Ne? Krasses Teil. Mit dem Werfen und so kommt auch schon richtig hart. Also da kommst du mal von der Freiwurflinie. Da musst du echt anders abdrücken. Tut dem Wurf aber bestimmt nicht gut. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass du mit dem Ball werfen üben solltest, ne? Weil du hast ein ganz anderes Feeling dann. Ist halt zum Kraftaufbau und irgendwelche anderen Übungen, aber Werfenübungen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, ansonsten weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich brauche ihn ja auch nicht, er lag jetzt bei mir auch nur rum und natürlich, es sind ja nicht meine Bälle, ich spiele doch nicht mit den Bällen von jemand anders, oder? Wer macht das schon? Ihr wisst, was ich meine, oder? Macht man nicht, das macht man nicht. Kommt vielleicht auch ein bisschen eklig rüber, aber nein, die waren nur unten in meinem Sack drinnen. Und verstaut. Haben darauf gewartet, dass er sich meldet. Und jetzt gehen sie wieder zurück. André, vielen Dank dafür. Echter Hammer. Videos gemacht. Leute wurden auch informiert. Die Leute haben es auch gefeiert. Und so hat jeder ein bisschen gefeiert. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Oder? Geile Sache. Also, Feedback geben, eure Meinung. Wie gesagt, wenn irgendjemand was Cooles hat oder Vorschläge oder sonst irgendwas, immer her damit. Würde mich echt sehr freuen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Boom. Mr. Mind, Mr. Mind, Mr. Mind.